Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. In Teheran dürfte dieser Film gar nicht gut ankommen, denn Tatami zeigt einerseits die Machenschaften iranischer Geheimdienste im Ausland und die Drangsalierung iranischer Bürger durch die eigene Regierung. Aber vielleicht noch schlimmer für die Mullahs, gedreht hat ihn ein Regieduo aus dem Iran und Israel. Und auch in der Geschichte des Films geht es um die friedliche Begegnung von Bürgern beider Länder im Widerspruch zur staatlich verordneten Feindschaft. Inspiriert wurde Tatami von realen Ereignissen bei mehreren sportlichen Großveranstaltungen. Sie hat's nicht leicht, denn sie ist zu schwer. 20 Minuten bleiben der Judoka Leila Hosseini, um 300 Gramm Gewicht abzutrainieren. Sonst sind die Weltmeisterschaften für sie schon vorbei. Diesen Kampf gewinnt sie. Leila tut alles, um hier eine Medaille zu holen. Für ihre Familie und ihre Freunde im Iran steht sie schon als Siegerin fest. Verlass dich drauf, wir machen dich sowas von fertig, wenn du keine Medaille gewinnst. Tatsächlich fertig machen wollen sie dann die Sportfunktionäre ihres Landes. Nicht, weil Leila versagt, im Gegenteil. Sie ist zu erfolgreich, sammelt Siege und nähert sich der Finalrunde. Und dort könnte sie auf eine Israelin treffen. Das darf nicht sein. Deshalb soll Hosseini eine Verletzung vortäuschen und ausscheiden. Doch sie weigert sich. Ihr Ehemann im Iran unterstützt sie. Ich mache nicht mehr, was diese Dreckskerle wollen. Das musst du auch nicht, Leila. Aber sollte ich wirklich die nächste Runde gewinnen, kann es sein, dass sie euch zusetzen. Sei vorsichtig, Nader. Berechtigte Ängste. Der Kampf auf der Matte ist nichts gegen den Nervenkrieg hinter den Kulissen. Und plötzlich entfaltet eine klassische Sportreporter-Phrase doch noch so etwas wie Wahrheit. Die kämpfen im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben. Man könnte dabei zusehen. Können wir ein Foto machen? Das wäre toll. Ich bin ein großer Fan. Sicher. Hallo? Leila? Papa? Die Geheimpolizei ist hier. Mach genau, was sie sagen, damit wir nicht noch größere Probleme bekommen. Ähnlichem Psychoterror ist Leilas Trainerin ausgesetzt, gespielt von der Exil-Iranerin Sar Amir. Sie führt auch Regie gemeinsam mit dem Israeli Guy Natif. Unsere Zusammenarbeit inspiriert vielleicht auch andere, die angeblich Feinde sind. So können sie Kunst schaffen, die Wunden heilt. Gedreht wurde Tatami im engen 4:3-Format, das die klaustrophobische, bedrückende Atmosphäre um Leila unterstreicht. Der Film ist kein Fantasieprodukt, er basiert auf tatsächlichen Ereignissen. Eine bittere Erinnerung daran, dass Sport eben keine politikfreie Zone ist, sondern im Extremfall nur ein anderes Schlachtfeld. Eingeklemmt zwischen China und Indien am Rande des Himalaya liegt Bhutan. Ein Land, das sich mit äußerster Vorsicht der modernen Welt öffnet. Oberflächlich betrachtet scheint es sehr rückständig zu sein. Fernsehen gibt es dort etwa erst seit 1999. Andererseits ist Bhutan heute schon CO2-neutral. Und mit dem Bruttonationalglück hat das Land ein Staatsziel, das auch immer mehr entwickelte Industriestaaten sich zum Vorbild nehmen. Der Film Was will der Lama mit dem Gewehr stellt uns Land und Leute an einem Scheitelpunkt der Geschichte vor. In Bhutan ticken die Uhren anders. 2008 verordnet der König dem Land eine kräftige Dosis Demokratie und verzichtet auf die Macht. Eine Testwahl soll die Menschen mit dem neuen System vertraut machen. Wir kommen von der Nationalen Wahlbehörde, um euch genau zu erklären, wie der Wahlprozess funktioniert. Nicht alle sind von der Demokratie überzeugt, denn offenbar muss man sich dabei anbrüllen und mit guten Nachbarn streiten. Das ist den Bhutanern fremd. Ich glaube, so machen die das in Indien auch. Da gibt es Politiker, die sich mit Stühlen bewerfen und sich gegenseitig an den Bärten reißen. Und das wollen sie jetzt bei uns auch einführen? Ja, hören Sie, das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Denken Sie, ich habe den ganzen Weg hierher auf mich genommen, weil es mir Spaß macht? In manchen Ländern töten die Leute sogar für dieses Recht. Uns wurde es vom König geschenkt, darum sollten wir zumindest lernen, wie man mit diesem wunderbaren Geschenk umzugehen hat. Ähnlich neu ist das Fernsehen in Bhutan, das ebenfalls fremde und nicht gerade friedliche Ideen ins Land bringt. Wer ist der Mann? Alle nennen ihn 007. 007, ja. Dass die alte Ordnung ins Wanken gerät, spürt auch der Lama des örtlichen Klosters. Er plant Gegenmaßnahmen. Tashi, ich brauche ein paar Gewehre. Kannst du mir ein paar Gewehre besorgen? Ich weiß nicht, Lama.
Ich habe noch nie eins gesehen. Es herrscht großes Chaos. Was ist denn, Lama? Unser Land, es verändert sich. Wozu er Gewehre braucht, wird hier nicht verraten. Auch sein Schüler Tashi fragt nicht groß nach, sondern macht sich auf den Weg, den Wunsch des Meisters zu erfüllen. Das hat mein Lama sich gewünscht. Und wozu braucht er das? Der Lama hat leider am Tag des Vollmonds keine Zeit. An dem Tag hat er nämlich was sehr Großes geplant. Schon mal davon gehört? Wie, wovon gehört? Von der Wahl. Im Dorf üben die Menschen unterdessen bereits, wie das geht mit dem Wählen. Um es euch leichter zu machen, stellen wir euch dafür drei fiktive Parteien. Eine gelbe, eine blaue und eine rote Partei. Und ihr wählt einfach die Partei, von der ihr euch das meiste Glück erhofft. Warten Sie. Wieso haben fast alle nur gelb gewählt? Sehen Sie doch mal. Ja, wie es aussieht, hat die gelbe Partei anscheinend über 95%. Aber keine Partei gewinnt mit 95%. Madame, wie Sie sicher wissen, ist gelb die Farbe seiner Majestät des Königs. Wieso ist uns das nicht schon früher aufgefallen? Für zusätzliches Konfliktpotenzial sorgt der Waffensammler Ron. Eigentlich will er nur ein altes Gewehr kaufen, aber in einem Land, in dem Geld nicht den höchsten Wert darstellt, ist das gar nicht so einfach. Ein bisschen weltfremd wirken viele Charaktere von Regisseur Pao Chuning-Dorji. Im Grunde aber feiert der Film deren Unschuld. Und das ist für den Filmemacher die herausragende Qualität seiner Heimat, die es zu bewahren gilt. Demokratie hin oder her. Wie Wahlen funktionieren. Das ist ein Verfahren, mit dem man über ein neues Staatsoberhaupt abstimmt. Ich nehme an, dabei handelt es sich um eine Lehre des Buddha. Nicht unbedingt. Woher wollen wir dann wissen, ob es überhaupt gut für uns sein wird? Warum bringen Sie uns bei, so unhöflich zu sein? So sind wir nicht. Die Demokratie ist die Krönung des Bruttonationalglücks. Irgendwie müssen wir es schaffen, mit dem Rest der Welt Schritt zu halten. Ja, aber wir sind doch bereits glücklich und zufrieden, Madame. Was will der Lama mit dem Gewehr, ist eine Warnung vor gesellschaftlicher Spaltung, ein Plädoyer für vorsichtigen Fortschritt und eine leise Komödie mit Einblicken in ein faszinierendes, fremdes Land. Zwei Filme zeigen, wie unterschiedlich man mit Konflikten umgehen kann. Sehenswert sind beide Kino-Neustarts. Vielen Dank fürs Zuschauen.